So Leute, wir sind zurück bei Dragon Age Inquisition. So, ich sehe gerade, unser Solus hat einen Levelaufstieg, wenn mich nicht alles irrt. Inventar, da wollen wir nicht hin. Charakterbogen. Okay, wir haben nämlich hier keine zusätzlichen Fähigkeiten, aber der ist mittlerweile schon wieder eins weiter. So, wie schaut es denn hier aus? Was hätten wir denn hier? Geistschlag. Alles very, very nice an, ne? Solche Sachen. Deine Barriere speien sich aus der Magie des Nichts und können sie mit mehr Energie absorbieren, bevor sie erschöpft sind. Ja, das wenden wir doch gleich mal an. So, und dann schauen wir uns doch einmal. Was machen wir eigentlich als nächstes? Okay, wir könnten hier mal das Lager errichten und auch einmal diesen Punkt da einnehmen unter Umständen. Okay. Ich weiß nicht, was das war, aber wir schreiten voran mit großen Schritten. Elfenwurzeln. Okay, was ist das hier? Trainingslager oder was? Okay, was will der von uns? Dank für eure Hilfe. Die Magier und Templer scheint es nicht zu kümmern, wer in ihren Krieg mit hineingezogen wird. Die Flüchtlinge hier benötigen dringend Hilfe. Wenn der Krieg sie nicht tötet, werden es die Kälte oder der Hunger tun. Ah, okay. Das haben wir ja schon angenommen. Das heißt, da haben wir ja schon... sagt es... Sorge im Einzelgebieten für Stabilität, wenn du die Risse im Nichts schließt. Vergrößere den Einfluss der Inquisition, indem du neue Lager errichtest und erledige Quests, um Macht Einfluss zu gewinnen. Okay. So. Ich würde nämlich gerne auch den Aussichtspunkt hier oben kriegen. Aber ich glaube, da müssen wir erst das Lager einnehmen. Alter, wir haben hier noch einen Haufen Quests zum Erledigen. Im anderen Bereich. Mal schauen, wie wir da weiter vorgehen werden. Aber ich würde sagen, wir richten das erste Mal das Lager und schauen wir mal, was hier sonst noch abgeht. Wow, Alter. Totenkopf, geiler Scheiß. Jawohl, Lager aufstellen, das ist schon mal sehr schön. Erfahrungspunkte. So, das heißt, wir können jetzt auch hier reisen. Macht plus 1, jawohl. War nice, war nice. Ja, wir haben es gecheckt, wir wollen weitergehen. Hat jetzt mein Spiel aufgehängt oder was? Was denkt ihr? Lagern wir hier oder ziehen wir weiter? Okay, rasten. Nicht, was das bringen soll. Noch nicht. Also wir haben hinten so einen schicken Totenschädel. Was macht jetzt der? Okularen können in der Welt verstreute Scherben ordnen. Sobald ein Okularum keine Scherben mehr sehen kann, hört es auf zu leuchten. Okay. Das sehen wir uns mal genauer an. Okay. Was können wir mit den Scherben anstellen? Ich habe keine Ahnung. Die sollten wir vielleicht einmal sammeln. Okay. So, da hinten ist ein Ausrufezeichen. Gleich bei uns in der Nähe. Das können wir auch mal schauen. Ah, wir haben hier was gefunden. Cool. Karte zu einem Wasserfall. Okay, und was bringt uns das? Können wir da hoch, können wir da hoch, bitte, bitte, bitte. Na, das ist einmal hinfällig, aber mich würden jetzt einmal die Scherben da interessieren. Die, wo wir finden könnten. Die wären da unten in dem Gebiet. Okay, da unten können wir runter. Ich muss eigentlich vorsichtig sein, weil sonst machen wir uns noch ganz kaputt, bevor wir überhaupt... im
Kampfgebiet sind Weststraße, okay. Okay, hier warten noch mehr Gegner auf uns. Jawohl. Aber das läuft schon mal. Zwei Gegner sollten eigentlich doch locker fertig werden. Aber Alter, die Templer, auch wenn die erst Stufe 4 sind, mir jetzt auslösen im Dreh, die halten einfach mächtig viel aus. Das ist schon Wahnsinn. Jetzt prügeln wir zu viert auf den ein. Ja, Gott sei Dank. So, wir können jetzt noch zwei Lager errichten. So, ein Edelstein müsste dort gewesen sein. Das zeigt uns das jetzt an der Karte an. Scherben. Okay, geiler Scheiß. Wann holen wir uns die da? Alter, das sind Bogenschützen. Machen wir uns doch mal unsichtbar und nähern uns einfach mal den Kämpfern. So, vor allem dann können wir hier die Bogenschützen schon mal ausschalten. So, mal schon. Very nice. So, was haben wir hier? Lauter Templer. Bogenschützen, das finde ich bloß ein wenig blöd, dass die jetzt nicht nachrücken. Alter, ist nicht euer Ernst, oder? Hier hin bewegen, das ist schon mal sehr gut. Das soll auch einmal nachrücken. Alter. Soll sich auch ein bisschen im Hintergrund halten. Varric das gleiche. Alter, natürlich greift der jetzt an, ohne dass, wenn ich den nicht anwählt habe, ist das zum Kotzen. Sehe ich halt jetzt unser Schurke massig Schaden eingesteckt. Verdammte Kacke. Irgendwie habe ich den Überblick hier verloren. Ganz dezent. Aber hey, was will man machen, gell? Alter, das ist echt teilweise lästig. Du gehst hin und du triffst nichts. Alter, aber jetzt müsste mal down gehen, langsam, der Kerl. Der Fall gefundene Teile. Alter, was gibt's hier alles zum Sammeln? Ja, okay. Alter, hier gibt es nur Türchen zum Plündern. Alles klar. Sonst noch irgendwas? War jetzt die Scherbe, die war im... Ah, okay, die war draußen. Alter, beweg dich, verdammt. Ah, wir haben noch was zum Plündern. Das hat man schon fast vergessen. Komisch. Ah, Scherbe. Was also habt ihr mit Hilfe des Schädels gefunden? Ah. Hervorragend und nicht im geringsten beunruhigend. Ja, wir haben jetzt hier noch drei Scherben zum Einsammeln übrig. Ja, den können wir uns doch gerne mal krallen. Das dem Distanz da rausholen. Aber diese normalen Tempel, die sind eigentlich ganz schlecht, gut zu plätten. Aber die starken oder die mit den Schilden, die haben schon in sich. Leck mich fett. So. Hier in der Richtung wäre dann die nächste Scherbe. So, jetzt warten wir hier, bis dass die sich ein bisschen bewegt haben. Vor allem der mit dem Schild. Alter, das ist doch echt zum Kotzen. Wenn ich jetzt in die Verstohlenheit gehe, dann bewegen sich die nicht mit. Ist zwar schön, wenn ich dann mal was mich umschauen will, okay. Und dass die Gegner gleich auf mich losstürmen, aber
Aber generell ist das echt lästig. Vor allem, wenn man sich da mit dem Schurken günstig positionieren möchte. Weil im Endeffekt ist ja der Schurke keiner, der Schaden aushält. Aber dafür macht er halt eine Menge. Also muss ihn günstig positionieren, dass er Schaden machen kann. Die Fernkämpfer, die Schaden anrichten, plätten kann. Weil wenn er da schon mal dran ist, dann hat er ein leichtes Spiel. Ne? Aber so ist das immer scheiße. Muss ich schon mal so gesagt haben. Das nervt mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. So. Wie komme ich da jetzt rein? Jawohl, durch die Tür. Dann kam mir ein Schurken dabei. Wieso ist jetzt die Hand rot? So, weil wir... Ah, okay, weil wir niedrige Gesundheit gehabt haben. Zwergische Runenherstellung. Im Diamantenviertel Osamas liegt die Halle der Bewahrung. Okay, das ist bloß so ein Codex-Eintrag, oder was? Da sehen wir ewig drüber zum Lesen. Alter, ich sehe der Gegner ohne Ende. Respawn die eigentlich wieder? Was so blöd fragen darf. Die müssen jetzt mal kurz auf mich verzichten, ne? Ich will noch ein Mosaikteil zum Mitnehmen. Und die Scherbe, Alter. Doch echt zum Kotzen. Wow. Der wird es doch bereuen, dass er uns attackiert hat. So, den haben wir jetzt auch gleich down. War schon gut, dass wir einen Stufenaufstieg haben. Mensch, du hast das erfasst, mein Freund. Ah Mensch, da bin ich genau in die richtige Richtung gestolpert, hä? Ja, dann marschieren wir einfach mal weiter. Wir können uns nicht mit jedem Idioten anlegen, der uns hier über den Weg läuft. Sonst wären wir hier nie fertig. Ah, da, die nächste Scherbe. Ja, mal schauen, müssen wir erst einmal alle finden, wollen wir, wenn es heißt 22. Mal interessieren, was die bringen. Alter, einen Riss haben wir ja auch in der Nähe gleich. Alter, den müssen wir dann gleich schließen, wenn wir das erledigt haben. Okay. Hat sich gleich in unseren Weg reingestellt, okay. Wenn sich der so trennen lässt, dann ist das auch nicht schlecht für uns. Vor allem mit Level 4, da kommen wir noch, denke ich, ganz gut zurecht. Okay, ich würde gerne mal was sehen. Ah, der nächste Schwung kommt. Aber die sind eigentlich auch ganz gut machbar. Alter, verpisst euch. Alter, die haben uns da regelmäßig dann um wieder. Das ist scheiße. Merkst du, die sind lästig, die Viecher. Steh auf. Haben wir noch was zu tun. Machen wir das Ding doch gleich zu. Hat sich das auch erledigt. Wow. Alter, das sieht komisch aus. Der hängt da an so einem Baum dran. Das ganz komische Scheiß. Okay. Heißt, wir müssen jetzt die ersten vier Scherben eingesammelt haben. Dann können wir gleich noch die Nebenquests hier mitmachen. Sind wir in... Alter.
Okay, dann sind wir in der falschen Richtung unterwegs. Marschieren wir halt hier mal hin. Haben wir noch ein Gebiet zum Einnehmen und sehen doch gleich mal noch irgendwas zum Einnehmen. Also Gebiet zum Einnehmen und noch irgendwas mit dem Quest, noch was zu erledigen. Okay. Höherer Schrecken. Na, ja, da soll er hergehen. Den hauen wir schon um. Da kennen wir fein nix, Meister. Alter, wenn wir da mit der Power von den vier zu, haben wir auf ein kleines Problem. Nimm das mal mit. Ah, Amulett der Magie, okay, plündern. Muss ich dann mal in aller Ruhe machen, einmal die Verteilung von den neuen Items machen. Und wir beanspruchen das Gebiet auch für uns. Sehenswürdigkeiten. Okay. Magierversteck. Dem Magierversteck war auch noch irgendwas. Ich würde sagen, da marschieren wir noch hin, wenn wir eh schon in der Nähe sind. Alter Schwede, also die Gebiete, die sind echt riesig. Also die Welt ist echt geil zum Erkunden. Aber wenn die Steuerung echt ein bisschen zu wünschen übrig lässt, ein bisschen viel. Alter, schaut komisch aus. Waren wir nicht hier schon? Das letzte Mal? Ja, die haben wir doch schon erledigt. Hat sich das nämlich auch schon erledigt gehabt. Templer im Westen. Meister Pferde. Wir hätten hier noch einen Haufen Sachen zum Erledigen. Leck mich fett. Alter, hier werden noch Risse zum Schließen. Sehenswürdigkeit noch zum Annehmen. Dann gehen wir mal zu dem Lager hin. Weil dann können wir nämlich vielleicht noch ein bisschen was tun. Vielleicht noch einen Riss schließen. Schauen wir doch mal. Bin eigentlich recht aktiv. Oder habe echt Bock, da ein bisschen was zu machen. Läuft. So, auf geht's. Oh, Eisen. Nehmen wir mit. Finde ich auch nicht schlecht, wenn man solche Sachen findet, da man unbedingt eine Spitzhacke dabei haben muss. Es ist zwar unlogisch, dass der mit seinen Fingern das Zeug wegpopelt, aber wir sind im Videospiel. Wenn alles logisch sein müsste, dann sollten wir aufhören, Videospiele zu zocken. Ah, kommt her, Leute. Vielleicht klappt das sogar noch. Bam, bam, bam. Komm. Ah, scheiße. Hätte ja klappen können. Ja, zu einfach gewesen. Na, wir werden wieder fett bombardiert. Wow. Locker bleiben. So, kommt da noch was? Ja, bin ich schon fast ein wenig enttäuscht. Alter, da muss man wirklich recht nah ran, dass man den da schwächen kann, den Riss. Alter, wenn der den abgehalten hätte, ne? Mal probieren, ob man das mit der Taktik anzeigen, dann ein bisschen besser in den Griff kriegt, dass man den Riss dann, dass der dann sozusagen unseren Schuppen beschützt. Ja, wenn er wirklich bei gesund ist, sollte er mal einen Trank schlürfen, nicht? Ja, schlauer Kerl. Jawohl. Okay, dann machen wir das Ding einmal zu.
Weil es gibt uns alle schöne Erfahrungspunkte, die können wir sehr gut brauchen. Einflusspunkte. Die Sehenswürdigkeit hätten wir auch noch zum Entdecken, zum Beanspruchen. Wenn man es so sagen will. Dieser Turm ist selbst als Ruine noch beeindruckend. Lass mich sehen. Welche Träume sich wohl darin finden lassen. Alter, geil. Vielleicht finden wir aber geile Items. Wir sollten uns hier ein wenig umsehen. Alter, die ist ja so schlau. Alter, was haben wir hier alles? Also wenn hier Feuer ist, schaut das schon so aus, ob hier irgendjemand mal gehaust hätte. Da hätten wir eine Leiter. Komisch. Der Leiter scheint mir auch nicht hinzukommen. Beanspruchen wir halt erst einmal das Gebiet für uns. Schau mal, jetzt sind wir da drin noch irgendwas. Okay, dafür, dass die so einen großen Wirbel um den Turm machen, haben wir ja nicht viel gefunden hier. Schon ein wenig schwach. Okay, wir haben alle einen Levelaufstieg. Naja, Leute, okay, der Plan für den nächsten Part haben wir so erlegt. Naja, ich würde sagen, wir marschieren zu dem Lager hier. Wir hätten jetzt hier noch das noch ein Astarium, weißt du nicht, was das genau sein soll. Noch ein paar Quests hier zum Erledigen, Höhle und ich glaube, da war sogar noch in der Richtung eine Barriere, wo wir noch öffnen könnten. Und dann würde ich sagen, erledigen wir hier noch ein paar Quests im nächsten Part. Also dann, bis später. Ciao.